Dancing with Demons. Willkommen, liebe Freunde. Mungo Anwalt Außendienst. Mitarbeiter sind Genies. Alle drei sind gleichgestellt und der Igel, der ne Mango für den Mungo hält. Der gemeine Igel findet es höflich von dir, wenn du eine Wasserschale in deinen Garten stellst, damit er seinen Durst daran stillen kann. Denn trinken muss man. Und dies stellt eine perfekte Einleitung zu diesem Beitrag über Rammstein dar. Denn auch in dieser, was das Bild angeht, qualitativ sehr schlechten Aufnahme, die ich aber noch verbessern konnte, scheint sich unter Umständen etwas den Durst an einem Opfer zu stillen. Etwas, das man wohl am ehesten noch als einen Aufhocker beschreiben könnte. Ein Formwandler scheint es gewiss zu sein. Ein Formenwandler würde Daniel Mantei dieses Ding nennen. Ein Ding, das in der Nähe eines Opfers lauert und so tut, als würde es diesem Opfer helfen. In Wahrheit trinkt es seine Seele. Oder ist dieser Formenwandler auch durch den Crash verletzt worden und nicht nur der scheinbare Nothelfer ist dieser Formenwandler, sondern auch noch das Opfer, das auf dem Rücken vor ihm liegt. Vielleicht ist alles nur einer dieser Formenwandler. Wer weiß das schon? Aus diesem kurzen Clip kann man es nicht ableiten. Muss man aber auch nicht. Es genügt zu erkennen, dass hier ein augenscheinlich hinterhältiges Wesen nicht entdeckt werden möchte. Dir steht selbstverständlich frei, diese Kreatur nach deinem Belieben zu beurteilen, ob sie nun böse oder gut ist. Es heißt ja immer wieder, es würde auch Gute unter ihnen geben, das mag sein. Es gibt aber definitiv Böse unter ihnen. Und ich halte mich an definitive Sachen. Schauen wir uns nun den Clip an. Es gibt hier einen großen schwarzen Bereich. Das ist das Hemd einer Frau, die vor diesem Ersthelfer vorbeiläuft. Und ich frage dich, dieser Ersthelfer, den man hier sieht, der scheinbar einen Schnurrbart und eine Brille aufhat, schaut der so, als würde er denken, helft mir doch bitte, diesen armen Mann zu versorgen, der hier liegt. Oder würdest du denken, er sieht eher so aus, als wolle er in Ruhe gelassen werden? Auf mich wirkt er so, als wolle er nicht gefilmt werden. Als würde er nicht hilfesuchend nach einem Arzt Ausschau halten. Wieso diese Frau da einfach so vorbeiläuft, ist mir auch ein Rätsel. Vielleicht steht sie auch einfach nur unter Schock und läuft daher einfach an dem Mann vorbei. Oder vielleicht war dort in Wirklichkeit überhaupt nicht das, was man auf der Aufnahme dann sieht. Was ich auf dieser Aufnahme sehe, ist jemand, der feindselig Richtung Kamera blickt, während er seine Hand auf die Stirn von dem gelegt hat, der vor ihm liegt. Seine andere Hand ruht auf der rechten Seite seines Brustkorbes. Vielleicht wunderst du dich nun, wo ich hier einen Formwandler erkennen will. Nun, dies ist nur ein Ausschnitt des Bildes. Ich zeige dir den Rest jetzt. Denn genau hier hinten am Rücken von diesem Ersthelfer befindet sich ein Teil dieses Formwandlers. Wenn nicht Ersthelfer und sogar Opfer auch noch zu ihm gehören. Was sehr gut möglich sein kann. Siehst du hier diesen schwarzen Bereich? Bei dem es sich weder um einen umgefallenen Hocker handelt, der hinter dem Ersthelfer liegt, noch um einen aufgespannten Regenschirm. Lass mich beständig
aus dem Bild herauszoomen und schau einfach mal selbst, ob du verstehst, was ich meine, was ich dir zeigen will, was dort herauslugt hinter dem Typ mit dem grünen Shirt. Es ist alleine schon fraglich, wieso dieses Bild hier so besonders schlecht ist mit diesen Querstreifen. Ich zoome nun wieder etwas hinein und siehst du diesen Kopf, der hinter dem Typ mit dem grünen Shirt Richtung Kamera blickt und dabei teuflisch grinst? Und sieht es nicht auch ein klein wenig so aus, als wären die Beine von dem, der vor diesem Opfer kniet, der Körper dieser katzenähnlichen, gargoylschen Kreatur? Hältst du diese teuflische Fratze für Pareidolie? Ich nicht. Denn sieh nur, hier erkennt man doch ganz klar einen Mund, hier die Augen, hier das eine Ohr dieser Bastardkreatur, hier die Silhouette des seitlich zur Kamera blickenden Schädels. Ich denke, du siehst es auch und bist nun etwas besorgt, ob du der Pareidolie unterliegst. Ich sage dir nein. Schauen wir uns den Clip im Vollbild einige Male hintereinander an. Dieser Ausschnitt dauert gerade mal 2 Sekunden. Wieso zeigt man so etwas überhaupt? Und wieso zeigen sie nicht noch einmal den Ersthelfer, nachdem diese Frau mit dem schwarzen Shirt vor ihm vorbeigegangen ist? Wieso wird genau dort geschnitten? Lächerlich anzunehmen, dass der Kameramann nur so lange gefilmt hätte. Ich habe diesen Clip stabilisiert, damit er nicht mehr so verwackelt ist. Sehen wir ihn uns an. Schau, urteile doch selbst. Mache dir selbst ein Bild, was man hier wohl sehen könnte. Der Clip läuft nun vor und zurück und ist stabilisiert worden. Für mich ist das eindeutig ein Gesicht. Ein dreckig grinsendes Vampirkatzengesicht, voller Vorfreude auf irgendetwas. Sie hat mich nicht gesehen. Nein, sie ist nicht perfekt, du Bastardwesen. Dancing with Demons. Ich bin für die Natur und gegen Dämonen. Mach es gut.